Willkommen zurück, Leute. Wir sind in der fünften, im fünften Szenario der deutschen Kampagne Blitzkrieg. Klingt irgendwie ein bisschen wie Zweiter Weltkrieg. Wir werden mal reinhorchen. 1939 bis Deutsche 1940, ja, Militärplaner Zweiter haben viel Weltkrieg. vom Spanischen Bürgerkrieg gelernt. Sie stellten fest, dass man einen Feind erobert, indem man ganz schnell enormen Druck ausübt. Man spricht vom Blitzkrieg und die deutschen Truppen sollen diese Lektion jetzt anwenden. Mit Polen als erstem Ziel. Großbritannien und Frankreich haben bekundet, zu kämpfen, aber ihre Truppen sind unerfahren. Die Engländer haben ihren schwachen Premierminister Chamberlain abgesetzt. Sein Nachfolger Churchill ist vielleicht aus anderem Holz. Die Franzosen vertrauen auf ihre Befestigungen. Aber sie werden ihre Sorglosigkeit schon bald bereuen. Die Luftwaffe ist bereit. Die Panzer sind bereit. Die Wehrmacht ist bereit. Wo Deutschland 1914 scheiterte, wird es 1939 siegen. Ja. Wie gesagt, Zweiter Weltkrieg. Sieht so aus, als wären wir auf deutscher Seite. Ungewöhnlich für ein Spiel, auf deutscher Seite im Zweiten Weltkrieg zu spielen. Mal schauen. Missionsziele. Soweit Sie bereit sind, gegen jedes Land zu kämpfen, erklären Sie mit dem Bildschirm Allianz und Tribute Polen, Norwegen, Dänemark sowie Frankreich und den Benelux-Ländern den Krieg. Für den Sieg müssen Sie das Kapitol jeder dieser Truppen zerstören und durch ein eigenes Stadtzentrum oder Kapitol ersetzen. Sie können zwar mit einfachen Stadtzentren gewinnen, aber ein Kapitol bringt größere Belohnungen. Okay. Das geht, indem man, glaube ich, irgendwie da 15 Leute reinbuttert oder so. Schauen. Der Reichstag darf nicht zerstört werden, sonst muss Deutschland kapitulieren. Okay. Europa muss schnellstens erobert werden. Wird der Sieg nicht vor Herbst 1940 erreicht, macht eine amerikanisch-russische Allianz weitere Expansion unmöglich und besiegelt Deutschlands Niederlage. Bis dahin verhindert der deutsch-russische Nichtangriffspakt von 1939 Feindseligkeiten zwischen beiden Nationen. Der Reichstag informiert sie über das Verrinnen der Zeit. Oh, und noch unter Druck. Oh, noch eine. Seien Sie gewarnt. Großbritannien erklärt Deutschland den Krieg, wenn sie andere Länder angreifen. Okay. Das klingt schwierig. Ja, das klingt schwierig. Das hatten wir schon. Ich werde euch die Geschichte durchlesen, wenn ihr wollt. Dann macht jetzt kurz Pause. Ich mache jetzt weiter. Tipps. Keine der von Ihnen benötigten Schlüsselressourcen gibt es in Deutschland. Für Gold, Eisen und Stein müssen Sie einen Nachbarstaat erobern. Na toll. Der Versuch, Großbritannien jetzt zu erobern, dürfte reine Zeitverschwendung sein. Auch wichtige britische Monumente wie den Buckingham Palace oder den Tower von London dürfen Sie nicht zerstören. Okay. Sie haben vielleicht keine Zeit für längere Konflikte. Eroberungen gehen schneller, wenn sie zwischen Angriffen so viele Truppen wie möglich aufbauen. Okay. Die Kriegsmarine hebt die Landungsboote für eine Invasion Englands auf. Hebt die Landungsboote für. Okay. Aber die Meerenge zwischen Dänemark und Norwegen sind flach genug für Bodentruppen. Okay, das ist, glaube ich, eher ungewöhnlich, aber okay. Wählen Sie den Reichstag für das aktuelle Datum an. Jedes Jahrzehnt entspricht 20 Minuten Spielzeit. Jede Jahreszeit entspricht 20 Minuten Spielzeit. Vermutlich so dann 80 Minuten Zeit oder so, grob. Sie bekommen Plündergut von besiegten Gegnern. Sollten aber nicht vergessen, unterwegs auch selbst Ressourcen zu sammeln. Okay. Der FW-190 ist effektiver gegen feindliche Flugzeuge als alle anderen Flugzeuge. Okay. Es dürfen am leichtesten sein, wenn sie der historischen Angriffsroute Polen, Norwegen und Frankreich folgen. Da hatte ich auch vor, zuerst Polen anzugreifen. Ob dann Frankreich oder Norwegen, wusste ich noch nicht, aber okay. Beim Angriff Frankreichs ist es leichter, die Maginot-Linie im Norden zu umgehen, statt einen direkten Durchbruch zu versuchen. Okay. Oh Gott, das wird hart, Leute. Das wird hart. Eieieiei. Also, wir können ja nochmal zusammenfassen hier. Wir müssen Polen, Norwegen, Frankreich einnehmen. Mit England weiß ich gar nicht so genau. Wir müssen den ganzen Ländern Krieg erklären, wenn es irgendwie so weit ist. Wir müssen das schnell machen, weil wir in die nächste Zeit irgendwie müssen.
Es lädt gerade sehr lange, deswegen rede ich sehr lange, ohne dass ihr Bild seht. Ah, guck mal, jetzt geht's weiter. Aber erstmal anhören, was die jetzt hier zu sagen haben, die Leute. Diplomatische Quellen bestätigten heute die Ratifizierung eines Nichtangriffspakts zwischen Deutschland und der Sowjetunion. Einzelheiten über den Vertrag wurden nicht bekannt, aber die Regierung von Polen soll Großbritannien und Frankreich aufgefordert haben, der deutschen Expansion in Europa auch weiterhin entgegenzutreten. Das deutsche Innenministerium gab Zahlen bekannt, die einen dramatischen Rückgang der Arbeitslosigkeit und eine Aufstockung des Verteidigungsetats belegen. Okay, aber nicht lange Einführung. I don't know, Leute. Geh mal dahin. Erstmal so. Was haben wir denn? Unterwasserreparaturen. Wir haben einen Offizier. Sammeln und jagen um 50% der Höhen. Holzgewinnung machen wir auch. Okay. Die haben wir noch 15 Punkte, die wir für irgendwas verwenden können. Lassen wir erstmal. Wir können Flugzeuge bauen. Einheiten bauen. Was können wir denn bauen? Bazooka. Ich will die deutschen Infanteristen wieder haben. Die haben mir das letzte Mal gut gefallen. Heiler. Die Artillerie nehmen wir wieder. Dann bauen ein paar Panzer. Bomber. Jägerbomber. Holy crap. Der ist einfach über zugeflogen. Der soll besser sein für Abwehr. Wurde uns gesagt. So, den erstmal direkt durchupgraden hier. Hier bauen wir auch schon mal noch neue Leute. So. Wir gehen volle Ausrüstung hier. Mal irgendwie Luftabwehrgeschütze bauen soll. Ich baue hier mal einen hin. Mal schauen. Wir werden Luftabwehrgeräte bauen. Brauchen. Brauchen wir uns nichts vorzumachen. Die werden wir brauchen. Also von daher können wir sie auch direkt bauen. 75 Leute ist natürlich nicht viel, die wir hier bauen, brauchen. Bauen können, wie auch immer. Die alle, das braucht alles Eisen, stimmt's? Ja, ist alles Eisen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber mal eins, zwei noch bauen. Die können schon mal was machen. Ah, Leute. So, alle mal da drüben sammeln. Ich würde gerne mal mit so einem Jäger hier losfliegen. Wer bist du eigentlich? Deutscher Offizier. Ah, du kommst mal mit. Jetzt sollte ich in die andere Richtung auch mal Flugabwehrgeschütze bauen.
falls ich irgendwie von England und oder Frankreich angegriffen werde. Da sie meinen Vorstoß gegen Polen nicht mögen. Bauen wir noch mal ein paar hiervon, ein paar davon. Ja, noch sind wir mit dem befreundet. Stimmt's? Ja. Die Sache ist, laufe ich so komplett hier rüber? Einfach? Wie viele Jahrzehnte haben wir denn? Ich dachte, wir sollten hier drauf drücken und dann kriegen wir das gesagt. Ah, wir schreiben das Herbst 1939. Herbst 1939 ist es also. Wir müssen bis wann fertig sein? Schon wieder vergessen, Leute. Nicht vor Herbst 1940. Also, wir haben noch den ganzen Herbst. Oder was ist den ganzen Herbst? Den laufenden Herbst. Den ganzen Winter. Den ganzen Frühling und den ganzen Sommer. Bevor wir verloren haben. Also wir haben schon noch ein bisschen Zeit. Wir haben auch bald die Bevölkerungsgrenze erreicht. Fertig. Und da würde ich sagen, lassen wir es dann einfach mal laufen. Und schauen, was passiert. Krankenhaus bauen wir nochmal. Haben wir ein Krankenhaus? Ah, wir haben ein Krankenhaus. Vergesst das. Bevölkerung. Oh, guck mal. Bevölkerungsgrenze plus 5. Das ist doch ganz nett. Das sollten wir uns holen. Ein paar Soldaten raushauen. Okay, ihr seid die 2. Ihr seid die 3. Ihr seid die 4. Die Soldaten sind dann die 5. Ha! Irgendwie habe ich das Gefühl, es wird leichter, aber ich weiß es natürlich nicht. Ganz schön dunkel geworden hier in der Nacht. Von Bürgern und TP-Erhöhung von Bürgern, Hunden. Das bringt jetzt nicht so ultra viel. Fetter Bomber hier. Ein paar bauen. So. Schiffsreparatur von Docks. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich muss auch noch gegen die Engländer da kämpfen. Ich weiß aber nicht, wieso ich das Gefühl habe. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl. Aber die Missionen werden richtig knackig. Die sind vor allen Dingen richtig schnell, richtig viel schwerer geworden, finde ich. Ich habe ganz am Anfang ja von den Missionen, vielleicht der ersten, zweiten Mission in der Antike, ja erzählt, dass die Missionen schwer sind. Und als ich dann so angefangen habe zu spielen, war es so, irgendwie ist es jetzt nicht so schwer, wie ich das erwartet habe hier, oder in Erinnerung hatte. Und jetzt, die Missionen waren alle richtig schwierig. So. Die Sache ist, ich werde jetzt mal speichern, weil
Ich werde jetzt ja, ich werde jetzt darüber fahren, quasi direkt in das Lager von den anderen laufen und dann Krieg erklären. Ich weiß nicht, ob die das cool finden. Ob das Sinn macht. Ah, wie sind die abgeschottet? Okay. Das heißt, jetzt Krieg erklären gegen... Okay. So, schnell nach vorne. Ich schicke euch schon mal auch hier rüber. Nice, die kommen einfach mit Pferden an. Noch. Aber mit so einem richtig fetten Panzer. Okay. Bis jetzt geht's, Leute. Bis jetzt geht es irgendwie, aber... So, wie läuft's denn hier? Das ging einigermaßen irgendwie. Okay. Okay, mehr Truppen aufbauen wieder. Wer ist verletzt? Ich bin dran. Wir werden angegriffen. Ich weiß gar nicht, ob wir hier groß irgendwie... müssen wir mal gucken, ob wir hier verteidigen können müssen. Sollen. Irgendwie kommen hier die ganze Zeit noch Leute raus. Aber in den Flugzeugen hat uns das letzte Mal Kummer bereitet. Also, oh, guck mal, da gibt's Gold. Leute, da gibt's Gold. Aber wir brauchen kein Gold. Wir brauchen Eisen. Oh, die sind aber auch
stabil, nenne ich es mal. Aber ich habe ein bisschen Schiss, dass wir hier noch überfallen werden davon. Dass Polen in irgendeinem fiesen Zug noch irgendwie Dings baut. Hier halt mal bitte. Und noch 5 Einheiten gebaut, okay. Wie viel die Jahreszeit ist hier eigentlich? Immer noch Herbst 39, okay. Ist alles wieder geheilt? Man hat uns empfohlen, die Nordroute zu nehmen und nicht direkt auf Zug zu gehen, wenn wir dann bei Frankreich sind. Aber noch sind wir nicht bei Frankreich. Okay. Sehr gut. Oh, guck mal, hier haben wir gut was kaputt gemacht. Fertig, unverzüglich. Okay, gegen Frankreich müssen wir uns definitiv was anderes einfallen lassen dann. Lass ich jetzt mal so da stehen. Mal schauen, ob wir nochmal angegriffen werden. Ich hoffe ja einfach nein. Drei, vier... Guck mal, euch schicke ich auch mal nach da oben und die schicke ich auch mal hinterher. Sehr gut. Jetzt geht's nach Norwegen. Alter. Ich glaube. Fertig. Unverzüglich. Gut. Du pimp mal bitte die Luftverteidigung hier in die Richtung. Gut. Noch ein bisschen. Wir werden angegriffen. Mein Kommandant? Mein Kommandant? Ja, ich möchte euch noch hinzufügen. Jawohl. Ja. Wir werden okay. Angegriffen. Mein Kommandant? Sehr gut. Okay. Sehr gut. Okay. Wer ist denn der Herr? Mein Kommandant? Krieg? Nee, nicht Krieg. Speichern. Das hat gut funktioniert, das lassen wir so. Fand ich. Norwegen. Heute gab Deutschland die Kriegserklärung an Dänemark und Norwegen bekannt. Skandinavische Stellen gaben keinen Kommentar ab, aber das deutsche Außenministerium zitiert in einer Erklärung Differenzen über den Zugang zum Baltikum. So, einfach alles im Weg hier kaputt machen. Wir wollen nicht angegriffen werden von irgendwo. Oh, da ist noch ein Tor. Soldaten bauen. Und keine Panzer mehr. Okay. Na gut. Zwei, drei, vier. Dann bitte weiter schießen. Ich könnte ja schon mal so ein paar Leute mitnehmen. Ich
machen da ein bisschen Flugverteidigung hier. Wir werden angegriffen. Ja. Ja. Wir brauchen Abwehr. Oh, wir haben den Winter erreicht. Ich glaube, wir müssen noch mal ein bisschen nachrüsten hier. Holy smoke. Mein Kommandant. Sehr gut. Wir werden hier angegriffen. So, wie sieht's denn aus hier? Mein Kommandant, jawohl. Okay, das war nicht gut. Spielladen, dafür haben wir es. Dafür haben wir ja die Save States angelegt hier. Wir werden Probleme haben. Heute gab Deutschland die Kriegserklärung an Dänemark und Norwegen bekannt. Skandinavische Stellen gaben keinen Kommentar ab, aber das deutsche Außenministerium zitiert in einer Erklärung Differenzen über den Zugang zum Baltikum. Ja, sehr gut. 2, 3, 4. Wir werden angegriffen. Könnte ich hier schon mal ein paar Sachen hinbauen? Damit wir da ein bisschen besser geschützt sind von England. Weil von England wollen wir auch nicht so viel angehen. Okay, das ist kaputt. Ja. Wir werden angegriffen. Nein. What?
Okay, nochmal. Na gut, das müssen wir nochmal machen.